Viele Christen verstehen nicht, warum in ihrem Leben die Dinge so laufen, wie sie eben laufen. Und sie sagen, warum erlebe ich so viel Kampf? Warum ist es so schwer? Warum ist das Leben so unfair? Ich möchte dir ein Bild weitergeben, was dir bestimmt hilft, diese Situation in deinem Leben besser zu verstehen. Und zwar nehmen wir mal ein Fußballspiel oder von mir aus auch einen anderen Mannschaftssport. Es ist ein Endspiel, das Finale. Und dieses Finale findet in der gegnerischen Arena statt. Wir spielen, aber es ist die gegnerische Arena. Es ist ein riesiges Stadion. Um uns herum sind Abertausende und Abertausende von gegnerischen Fans. Und das Stadion kocht geradezu. Wir wissen, da sind auch Fans von unserer Seite. Da sind auch welche, die uns anfeuern, aber wir hören die nicht und wir sehen die nicht, weil um uns herum brodelt und kocht dieses Stadion. Es schimpft, es wütet, es polemisiert, es schreit auf uns ein. Hassparolen, die gegen uns gerichtet sind. Noch und nöcher. Das ganze Stadion wütet gegen uns. Aber das Spiel läuft. Und weißt du was? Die letzten Minuten laufen. Die letzten Augenblicke laufen. Und das Interessante dabei ist, der Feind hat schon verloren. Wir haben einen genialen Spielführer, einen genialen Spielmacher. Und der hat das Spiel so genial aufgebaut, dass der Feind schon vor langer, langer Zeit völlig verloren hat. Er ist vollkommen blamiert. Und alles, was er noch tun kann, ist zu wüten und auszukeilen und zu faulen, was das Zeug hält. Er hatte sowieso nie die Absicht, fair zu spielen. Und so spielt er auch nicht fair. Und jetzt bist du als Auswechselspieler irgendwann in das Spiel gekommen. Und die Spieler keilen, was das Zeug hält. Und die Fans wüten, was das Zeug hält. Und doch, der Sieg ist schon da. Der Sieg ist schon da. Das Spiel ist schon entschieden. Es laufen nur noch die letzten Augenblicke ab. Der Feind ist völlig blamiert. Er ist völlig besiegt. Egal, welche Parolen im Stadion gekrischen werden. Egal, wie die Feinde, die Spieler, die gegnerischen, auch faulen und unfair gegen dich angehen. Die Aufgabe ist es, in diesem Spiel so zu laufen, dass es deinem genialen Spielmacher Ehre macht. Du musst das Spiel sauber und ordentlich und fair beenden. Du darfst dich nicht von dem Gekeile und dem Gefaule um dich herum beeinflussen lassen, sondern du sollst deinem Spielmacher Jesus nachfolgen und ihm gemäß dieses Spiel zu Ende bringen. Er hat den Sieg schon vor langer Zeit erreicht. Der Feind ist völlig blamiert. Die Bibel sagt, er wurde im Triumphzug vorgeführt. Das ist ein interessantes Bild und es gilt für dich. Du bist ein Spieler da unten auf dem Spielfeld in diesem Kessel. Um dich herum tobt es. Die feindlichen Spieler kämpfen nicht fair. Aber du läufst dein Spiel und du hast schon gewonnen, denn die Seite, auf der du kämpfst, hat den Sieg absolut in der Tasche, dank dem perfekten Spielmacher Jesus. Die Bibel fordert uns auf, lasst uns mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wenn das Leben dir manchmal unfair erscheint und schwer und Kampf, dann erinnere dich an dieses Bild. Es ist ein Kampf, der schon gewonnen ist. Und du spielst noch die letzten Minuten mit. Das wird dir helfen, durch die Schwierigkeiten und auch durch manche unfaire Situation in deinem Leben, durch manches Foul gut hindurchzukommen. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, den wunderbaren, genialen Spielmacher. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.